So, Sabbatabend, 8:30 und noch Wochen bevor das Video auf dem deutschen Kanal erscheint, habe ich mich heute am 26. Mai nochmal hingesetzt und möchte den nächsten Teil lesen aus diesem Buch von Andreas Thiel, Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus römischen Archiven. Das ist, wenn man, also bei mir ist das so, wenn ich einmal mit so einem Buch anfange, dann fasziniert mich das so. Wenn ich dann im Lesen drin bin, dann will ich nicht so lange warten, bis die nächste Lesung kommt. Und das ist jetzt, glaube ich, schon eine Stunde her. Eine Stunde. Nee, es ist ein paar Stunden her, dass ich das letzte Video aufgenommen habe, aber das war Ja, sollte Gott gesagt haben. Und davor habe ich die englische Serie davon gemacht. Und ich bin halt dann immer so motiviert, wenn ich die letzte Lesung hatte, die nächste dann gleich dran zu machen. Aber dann kommt immer so ein Zeitproblem dazwischen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich heute Abend wahrscheinlich wohl nicht die ganze Stunde lesen werde. Aber ich werde sicherlich anfangen. Und wir sind stehen geblieben auf Seite 53, zumindest in dem PDF-Zähler, Seite 51 in dem Buch. Im ersten Absatz, da lesen wir nochmal vom Leibarzt Antichrist Papst Boniface dem 8. Arnold von Villanova, der den Papst, Zitat, Gott der Götter in der streitenden Kirche nannte, bis zum Redakteur einer katholischen Zeitung unserer Tage, zieht sich eine gerade, ununterbrochene Linie. Wir sollten mal eben berücksichtigen, das geht hier um beinahe 700 Jahre, ne? Von 1302, wo Boniface der 8. seine Bulla Unam Sanctam veröffentlicht hat, bis, wenn dieses Buch geschrieben wird, 1937, wo es zumindest erschienen ist, ja? Zieht sich das hin. Eine ununterbrochene, gerade Linie. Als Antichrist Papst Pius X. am 9. August 1910 den Tag der siebenten Wiederkehr seiner Papstkrönung feierte, widmete ihm der Osservatore Romano, also der römische Beobachter, so wie wir wissen, das Hausorgan, lass uns mal sagen, des Papstes, die Papstzeitung, wie auch immer man das nennen will, die widmete ihm einen Artikel, aus dem wir jetzt einige charakteristische Sätze entnehmen. Und das ist jetzt das folgende Zitat, das ich vorlese. Zitat also: Die Papstkrone überragt durch ihren inneren und ihren geschichtlichen Wert die Bedeutung und den Wert sämtlicher übrigen Kronen der Welt, da sie das Abzeichen der Gewalt über jeden Menschen und über alle Mächte der Erde ist. Christus regiert, Christus siegt, Christus herrscht, sein Stellvertreter ebenso. Zerbrochener Kronen weist die Geschichte unzählig auf. Die päpstliche Krone, die von Christus dem ersten Papst gegeben wurde, Ausrufungszeichen in Klammern, strahlt mitten in der Unbeständigkeit der Stürme der Zeit. Der Fremde, sei er gläubig oder ungläubig, begibt sich von den entferntesten Gestaden nach Rom, um die Papstkrone zu bewundern. Ein in der Tat unsterbliches Objekt, während er alles, was nicht substanziell Papstkrone ist, auch anderwärts leicht sehen oder sich leicht vorstellen kann. Das Triregium, also das dreifache Königtum, ist mithin Symbol und Verwirklichung einer unvergleichlichen souveränen Macht, weil ihre Bedeutung von Christus kommt. Der Gottmensch hat. Ja, den Satz, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Der Gottmensch hat, bevor er gen Himmel fuhr, den ewigen Hass der Welt an die Person Petri gebunden, der lebendig und leibhaftig seit 19 Jahrhunderten im Vatikan sitzt. Darum Herzen und Augen empor zum Glauben an die Papstkrone. Sie ist das Signal der Heiligkeit, der Herrlichkeit und der Ehre. Ende Zitat. Ja, ich kam eben ein wenig ins Stocken, als ich gelesen hatte, der Gottmensch hat, bevor er gen Himmel fuhr. Hier wird von Jesus Christus gesprochen. Hier kommt natürlich die römisch-katholische Lehre, dass Jesus Christus Gott ist, ganz klar zum Tragen. Und ich habe gerade in dem im Grunde zweiten Lesungsvideo, Ja, sollte Gott gesagt haben, das ich heute Nachmittag aufgenommen hatte, das erscheint. Oder erschien, ich muss hier jetzt
Wir haben heute den 26. Mai. Das Video erscheint am 24. Juni und dieses Video wird erst um den 14. August herum erscheinen. Also ich muss jetzt über etwas, was in der Zukunft liegt, in der Vergangenheit sprechen. Aber das macht Gott auch, ne? Wenn er zu Abraham sagt, ich habe aus deiner Saat viele gemacht, also viele Nationen gemacht. Das ist ja damals auch noch in der Zukunft gesprochen. Abraham hatte zu der Zeit noch nicht mal einen Sohn, weil seine Frau Sarah nicht gebären konnte. Ne? Das ist manchmal ein bisschen schwierig, so Zeit ist verwirrend. Also der Punkt ist, in dem Video, das am 24. Juni erscheint, am 24. Juni, was habe ich jetzt gesagt? Ja, 24. Juni, ja, sollte Gott gesagt haben, ein Monat von heute, von dieser Aufnahme, da habe ich darüber gesprochen, dass eben die Grundlage der Trinität die Gottheit Jesu Christi ist. Ja? Wenn man die Gottheit Jesu Christi beweisen kann, dass eben Jesus Christus nicht Gott ist, dann bricht die ganze Trinitätslehre zusammen. Ein sehr interessanter Punkt, über den man mal nachdenken sollte. Und natürlich kann man den Punkt, dass Jesus Christus Gott ist, ganz leicht widerlegen, biblisch widerlegen. Deswegen mache ich auch diese Lesung. Wer sie nicht kennt, sollte sich vielleicht die Spielserie oder Videospielserie Ja, sollte Gott gesagt haben, anschauen. Oder in Englisch, Yeah, as God said. Ich mache das ja zweisprachig. Und so Aussagen wie der Gottmensch hier sind genau solche Aussagen, die römisch-katholisch eben bestätigen, dass die römisch-katholische Lehre, das römisch-katholische Dogma ist, dass Jesus Gott ist. Ihr könnt die Bibel lesen von A bis Z. Gott der Sohn steht da nicht drin. Da steht der Sohn Gottes, aber Gott der Sohn steht da nicht drin. Gott Mensch steht da nicht drin. Aber das war halt so eine, das sind dann diese, diese Kleinigkeiten, über die ich dann ab und zu mal falle. Und jetzt muss ich mal sehen, wie es weitergeht, weil ich habe hier im wirklichen Buch, das ich physisch in der Hand halte, auf der nächsten Seite einige Zitate ganz deutliche angestrichen, also kleine Noten dabei genommen. Da wird es noch ganz interessant, weil wir hatten ja jetzt erst das erste Zitat gelesen. Der Autor fährt fort und sagt, diese Menschenvergötzung beschränkt sich aber nicht nur auf den Papst. Ne? Wir hatten ja das vorige Kapitel auch gelesen, in jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein. Ne? Sie wird ganz allgemein auf jeden gewöhnlichen katholischen Priester ausgedehnt. Der Verlag von Ludwig Auer in Donauwörth warf vor nicht allzu langer Zeit mit bischöflicher Approbation, also Genehmigung, folgenden zwischen Anführungszeichen Schutzengelbrief zu Hunderttausenden unter das katholische Volk. Und jetzt müsst ihr mal gut zuhören, was da drin steht. Zitat: Von der Würde des katholischen Priesters. Keine menschliche Zunge ist imstande, die erhabene Würde eines katholischen Priesters zu schildern. Sie, also die Würde, überragt die Hoheit der Kaiser und Könige, ja, selbst die erhabenste Majestät der erhabensten Himmelsfürsten. Also, wir sprechen hier von der Himmelskönigin Maria. Die Engel sind Boten Gottes, die Machthaber dieser Welt, Gottes Stellvertreter in irdischen Dingen. Hoch über beiden, also den weltlichen Königen und den himmlischen Engeln, hoch über beiden stehen die Priester, denn sie sind Gottes Stellvertreter in Sachen des ewigen Heils. Ihre Würde ist darum göttlich zu nennen. Die allerseligste Jungfrau Maria hat nicht solche Macht, denn sie kann nicht die allerkleinste Sünde vergeben. Der Priester aber kann die himmelschreiendsten Sünden mit einem Wort austilgen. Er ist darum der Vater seiner Gemeinde. Er ist darum der größte Wohltäter des Volkes. Was folgt daraus? Schreibt der Katechismus den Kindern schon Liebe, Gehorsam und Ehrfurcht gegen die Eltern vor? In wie viel höherem Maße gebührt sie dann dem Priester, dessen Würde und Wohltaten unermesslich größer sind als die der leiblichen Eltern?
Darum darfst du nie des Priesters Ruf verletzen, durch Reden über seine etwaigen Schwächen. Fluch über solche Lippen, die eine heimliche Sünde des Priesters ans Licht ziehen oder auch selbst ein schweres Ärgernis derselben anderen mitteilen. So, jetzt muss ich dieses Zitat, auch wenn es kurz vorm Ende ist, doch eben einmal unterbrechen. Wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr verstanden, wieso es für die römisch-katholische Kirche, für die Priester der römisch-katholischen Kirche so leicht ist, Kinder zu missbrauchen. Das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Das Problem ist ja, dass die Kinder, die römisch-katholischen Priestern unterstellt sind, ob sie jetzt Pfarrkinder sind, ob sie jetzt in die Chöre gehen, ob sie da in die Sonntagsschule gehen, ob sie jetzt wie auch immer von Priestern betreut werden, ja, diese Kinder sind katholisch erzogen. Die werden in dem Bewusstsein erzogen, dem zu folgen, was in der Kirche gelehrt wird. Was wird in der Kirche gelehrt? Das, was hier jetzt gerade eben steht. Du darfst nie des Priesters Ruf verletzen durch Reden über seine etwaigen Schwächen. Ist es die Schwäche, wenn dieser Priester anfängt, an den Geschlechtsteilen der Kinder rumzuspielen und andere perversen Spiele zu machen mit den Kindern und dann hinterher sich auf das beruft, dass man eben den Ruf des Priesters nicht verletzen darf oder beschmutzen darf, durch etwaige Schwächen zu sprechen? Ich bin ja auch nur ein Mensch, es tut mir leid, komm. Jetzt mach, also ich will jetzt gar nicht daran groß weiter rumdiskutieren. Ich will euch ganz klar deutlich machen, durch diese Vergöttlichung ist es ja, ne, und das ist ja eben auch deswegen auch der Titel, ne, also Priestervergötzung, durch diese Vergöttlichung von Priestern ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Und deswegen trauen sich die Kinder auch nicht, wenn sie von Priestern falsch behandelt werden, also falsch in der Hinsicht, dass sie missbraucht werden, sich weder an ihre Eltern noch an andere Menschen zu offenbaren darüber. Du darfst nie des Priesters Ruf verletzen, weil du sprichst hier über jemanden, der mächtiger ist als die Engel, der mächtiger ist als die Mutter Maria, zu der sie immer beten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Kranke in der römisch-katholischen Kirche. Hier liegt einer der Gründe, weshalb diesem Kindermissbrauch weltweit Tür und Tor offen steht. Und zwar seit Hunderten von Jahren, bis zum Untergang der Kirche. Vorher wird das nicht aufhören. Ihr werdet das nicht zum Ende bringen können. Weil diese römisch-katholische Lehre diesen Kindern auch mitgeteilt wird. Entweder durch den Priester selbst oder durch andere Menschen oder durch die Sonntagsschule oder was weiß ich wo, die werden davon in Kenntnis gesetzt, dass der Priester ja wie Gott ist. Ja? Gott auf Erden. In jedem Päpstlein, in jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein. Ne? Das Kapitel hier vor. Also das ist unglaublich, wie viel Aussagen hier in solchen Zitaten drinstecken, wenn man weiß, wie man sie verstehen muss. Nochmal, schreibt der Katechismus den Kindern schon Liebe, Gehorsam und Ehrfurcht gegen die Eltern vor? In wie viel höherem Maße gebührt diese Ehrfurcht dann dem Priester, dessen Würde und Wohltaten unermesslich größer sind als die der leiblichen Eltern? Der Priester wird hier über die Eltern gestellt. Darum darfst du, Kind, auch wenn du vom Priester falsch angefasst und alles wirst, nie des Priesters Ruf verletzen, durch Reden über seine etwaigen Schwächen. Fluch über solche Lippen, die eine heimliche Sünde des Priesters ans Licht ziehen oder auch selbst ein schweres Ärgernis desselben anderen mitteilen. Also, du musst die Last des Missbrauchs ertragen für dich selber. Du darfst dich niemandem darüber mitteilen. Hingegen sorgt für sein leibliches Wohl des Priesters, so geht das Zitat weiter. Seid pünktlich im Zahlen der Gebühren und Lasten. Was ihr ihm vorenthaltet, das verweigert ihr Gott selbst, dessen Stellvertreter er ja ist. Ende Zitat.
Wie schlecht ist euch inzwischen? Die holländische Zeitung Zeelandia übertrumpft nach Angabe der Kölnischen Volkszeitung Nummer 512 vom 6. Mai 1912 noch diesen schönen Schutzengelbrief. In einem Artikel Ehret die Priester veröffentlichte diese Zeitung folgenden Lobgesang auf den katholischen Priester. Zitat: Welche menschliche Zunge kann die Würde des Priestertums und die Größe des Priesters aussprechen? Groß war Adam, der als König der Erde, als Bewohner seines unermesslichen Gebietes Befehle gab. Groß war Moses, der durch sein Wort die Wogen des Roten Meeres sich spalten ließ. Groß war Josua, der der Sonne gebat, stille zu stehen. Groß sind die Fürsten der Erde, die über zahlreiche Heere gebieten und die Welt erzittern lassen. Aber da ist ein Mensch, der noch viel größer ist als alle diese. Ein Mensch, der jeden Tag, wenn er will, die Pforten des Himmels öffnet und sich zum Sohn des Ewigen wendend sagt: Steige herab von deinem Thron. Und gehorsam der Stimme dieses Menschen verlässt das göttliche Wort seinen Sitz und wird Fleisch in den Händen dieses Menschen, der mächtiger ist als Könige, der mächtiger ist als die Engel, ja, selbst als die erhabene Jungfrau Maria selber. Und dieser Mensch sagt zu seinem Gott: Heute habe ich dich geschaffen, du bist mein Opfer. Und Gott lässt sich durch diesen Menschen opfern und tragen, wohin er ihn tragen will. Und dieser Mensch ist der Priester. Der Priester steht hoch erhaben über den Engeln da, denn diese sind nicht imstande, auch nur die kleinste Sünde zu vergeben. Aber der Priester braucht nur seine gesegneten Hände zu erheben und ein einziges Wort auszusprechen, um den größten Sünder von allen seinen Sünden zu reinigen. Und diesen Menschen, den Priester, der über allen Engeln des Himmels steht, wagt man zu verachten, zu bespotten und zu verleumden. Ende Zitat. Bemerkenswert sind diese Erzeugnisse der katholischen Presse besonders deshalb, weil sie trotz der göttlichen Würde des Priesters mit seiner weitgehenden menschlichen Schwäche, mit heimlichen Sünden und schweren Ärgernissen rechnen. Und das war lange vor den Klosterskandalen des Jahres 1937. Und die Skandale, die tagtäglich rauskommen, wenn wir mal über die Kindesmissbräuche reden. Es ist ferner bezeichnend, sagt der Autor, dass man seiner Verehrung des göttlichen Priesterstandes am besten dadurch Ausdruck verleiht, dass gut für sein leibliches Wohl gesorgt werden muss und dem Zahlen der Gebühren bei Taufen, Trauung, Begräbnissen, Seelenmessen usw. und Lasten, Kirchensteuer, Pünktlichkeit herrschen soll. Um diese menschlichen Schwächen der göttlichen Priester wird wohl auch sicher der bekannte Katholikenführer Alois Fürst zu Löwenstein gewusst haben. Das hinderte ihn aber nicht, am 15. Dezember 1929 in der schöneren Zukunft das 50-jährige Priesterjubiläum des Papstes zu feiern und, nachdem er über die Sakramente der römischen Kirche, Taufe, Firmung, Altarsakrament, Ehe und letzte Ölung gesprochen hatte, fortzufahren. Zitat: Was ist das alles? Also, Taufe, Firmung, Altarsakrament, Ehe und letzte Ölung. Was ist das alles? Gegen die Priesterweihe. Durch die Taufe werde ich zur Kindschaft Gottes erhoben. Der Priester darf hundertweise Menschenkinder in Gotteskinder verzaubern. Im Heilbad des Beichtstuhls darf ich arme Sünder mich reinwaschen lassen. Dem Priester ist von Gott die geheimnisvolle Kraft geschenkt, als Wunderdoktor an den Seelenkranken der größte Wohltäter der geplagten Menschheit zu sein. Ego te absolvo, ich spreche dich los von deinen Sünden. Ende Zitat. Die Priesterweihe ist also das höchste Sakrament, das dieser Alois Fürst zu Löwenstein sich vorstellen kann.
Und deswegen dieser Lobgesang zum 50. Priesterjubiläum des Papstes 1929, das war Pius XI. Der Kreis ist vollkommen geschlossen, sagt der Autor. Jahrhunderte hindurch ist in Lehre, Predigt und Unterricht die bis zur Gottähnlichkeit gesteigerte Würde des Priesters vom Papst bis zum Dorfkaplan dem gläubigen Volk suggeriert worden. Die Nussknacker der Seele, wie Nietzsche sie nannte, hatten die Seelen zerbrochen. Die Lakaien und die Truthähne Gottes, so sagt Nietzsche ebenso, die geweihten Besserungstechniker, so sagt Herr Wischer, hatten eine undurchdringliche Kammeria um das Göttliche gebildet, zu dem man nur durch sie, die Funktionäre des Glaubens, gelangen konnte. Als konfessionelle Wegelagerer und Raubritter hatten sie auf der Straße des Lebens die Menschheit ausgeplündert und ihr das Beste genommen, die unmittelbare Verbindung mit dem Göttlichen. Sie allein konnten die Bande der Gottverbundenheit knüpfen und lösen. Sie hatten die Einheit, Volk und Gott, zerrissen und zu Widersprüchen gemacht, und nur wer von der Volksverbundenheit sich trennte, sollte von ihnen zur Gottverbundenheit geführt werden. Sie wurden ebenso, wie Mommsen von den Juden sagte, das, Zitat, ewige Ferment der Dekomposition, ja, also Sauerteig der Zersetzung, im nationalen Leben der Völker, ad majorem Dei gloriam. Das, erinnern wir uns, ist der Leitspruch der Jesuiten, zur größeren Ehre Gottes, ad majorem Dei gloriam. Sie hatten es erreicht. Im Schafstalle Jesu Christi hielten sie, die Hirten, ihre blökende Herde durch ihre Schäferhunde. Sünde, Buße und Sündenvergebung in Zaum. Das Kirchenvolk selbst nahm sie unendlich wichtiger, als sie es verdienten. Das induzierte Irrsein war gelungen. Im 16. Jahrhundert erschien der deutsche Luther, die Priesterüberheblichkeit auf der einen und die Priesterhörigkeit auf der anderen Seite zu zerstören, indem er die Lehre eines besonderen Priestertums verwarf. Aber indem er Sünde, Buße, Sündenerlösung durch Christus im Lehrgebäude der evangelischen Kirche bestehen ließ, gab er tatsächlich dem Prediger von Sünde, Buße und Christus den Platz des beseitigten Priesters. Gewiss nahm das evangelische Kirchenvolk im Lauf der Zeit und nimmt es besonders heute seine Pfarrer nicht so ernst, wie es die Katholiken, wie die Katholiken ihre Priester. Umso ernster nehmen sie sich selbst, da im Theologen jeder Richtung und Schattierung Herrschsucht noch das stärkste geistige Erbe zu sein scheint, das im umgekehrten Verhältnis zu ihrer anerkannten Bedeutung steht. Mit dem Wachsen der Bedeutungslosigkeit steigt aber der Wunsch nach Würde. Der katholische Priester kann im allgemeinen Umgang mit Mitmenschen noch eine gewisse Natürlichkeit zeigen, weil er um seine Würde nicht zu bangen braucht, weil er als Amtsträger ja in Person, zwischen Anführungszeichen, Hochwürden ist. Dagegen fehlt dem evangelischen Geistlichen die Würde von Amts wegen, und nur zu oft ersetzt er die persönliche durch ein gespreiztes, unnatürliches Wesen, das mit der Stellung wächst. Dann sprechen boshafte Menschen wohl etwa von dem Generalsuperintendenten, denen Würde aus allen Knopflöchern springt. Da lehrgemäß in der evangelischen Kirche das Amt der Person keine besonders gottähnliche Stellung gibt, wir sind Sünder allzumal, sucht man ein Podium, einen erhöhten Platz, von dem aus man auch bei kleinster Figur von allen gesehen und gehört werden muss. Was sagt Jesus in Matthäus Kapitel 6? Dieses Podium heißt Theologie und wird sogar Wissenschaft genannt. Ihre Jünger kommen zu eigenartigen Ergebnissen. Vom 7. bis 9. Oktober 1932 tagte die 36. Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Kassel. Diese Organisation war 1886 nach dem Siege Roms im Kulturkampf zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen gegründet worden.
Aus der geplanten Volksbewegung ist langsam, aber sicher ein Theologenclub geworden, der um Anhängerschaft wirbt. Auf der genannten Generalversammlung rief in eine 400-köpfige Menschenmenge ein evangelischer Pfarrer hinein: Wir brauchen weniger Religion als Theologie! Theologie ist das Schlagwort dieser Kreise geworden, gerade in den letzten Jahren. Nietzsche kannte sie inhaltsgetreu. Nannte, Entschuldigung, Nietzsche nannte sie inhaltsgetreu. Zitat: Begriffsspinneweberei. Wie Theologen in überwältigender Mehrheit die Leiter der Landes-, Haupt- und Zweigvereine sind, so sucht man den Nachwuchs unter den jungen Studenten in Schulungskursen aus denen zu bilden, die eine gute und anständige Theologie haben, woraus der Nicht-Theologe nur dankbar schließen kann, dass es auch eine schlechte und unanständige Theologie gibt. Das drückte schon Napoleon I. in den Worten aus, Zitat: Die Theologie nimmt in der Religion etwa denselben Platz ein wie die Gifte unter den Nahrungsmitteln. Ende Zitat. Und dies ist ein Zitat, das man sich mal wirklich gut auf der Zunge zergehen lassen sollte. Die Theologie nimmt in der Religion denselben Platz ein wie die Gifte unter den Nahrungsmitteln. Theologie ist ihnen das Allheilmittel. Wenn man das jetzt auf den Satz davor bezieht, dass Theologie in der Religion denselben Platz einnimmt wie Gifte unter den Nahrungsmitteln und Theologie ist das Allheilmittel, ja, das Allheilmittel, obwohl es doch laut Napoleon denselben Platz einnimmt wie Gifte unter den Nahrungsmitteln. Mit anderen Worten, Theologie vergiftet den Glauben. Genauso wie Gifte unter den Nahrungsmitteln unsere Nahrungsmittel vergiften. Ein sehr, sehr wahrer und interessanter Satz. Ob der jetzt von Napoleon kommt oder nicht, da will ich gar nicht noch drüber diskutieren. Es ist mir egal, welche Quelle hier in der Fußnote angeführt wird, die am Ende des Kapitels oder am Ende des Buches, glaube ich, stehen die Fußnoten erklärt. Aber dieser Satz ist so wahr. Die Theologie nimmt in der Religion denselben Platz ein wie Gifte unter den Nahrungsmitteln. Das heißt, die Theologie vergiftet den Glauben. Und das ist die Konklusion, die man daraus ziehen sollte. Und das Problem ist eben, dass wenn Menschen Pfarrer studieren oder Priester studieren oder also in die Priesterseminare gehen, um entweder katholischer Priester oder evangelischer Pfarrer zu werden, wenn die Leute da hingehen, dann bekommen sie keine Religion gelehrt, sondern dann bekommen sie Theologie gelehrt. Sie bekommen die menschliche Lehre von der Analyse von Gottes Charakter gelehrt, weil das nichts anderes ist Theologie. Das ist Philosophie auf Gott zugepasst. Das ist Theologie, Gottesstudie. Aber Gottesstudie mit Menschenmitteln und aus menschlicher Sicht heraus, nicht aus der Bibel heraus. Wenn ich Gott kennenlernen will, dann nehme ich als bibelgläubiger Christ die Bibel zur Hand, lese, wie Gott sich mir offenbart. Da muss ich kein Theologiestudent für sein, da muss ich kein Theologieseminar für folgen, da muss ich kein Theologiestudium für folgen. Das vergiftet nur meinen Glauben und meine Religion. Und das ist genau der Kasus Knactus, den wir hier von Napoleons Aussage, Theologie nimmt in der Religion etwa denselben Platz ein wie die Gifte oder die Nahrungsmittel, schließen können. Das müssen wir daraus schließen. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, wo man mal wirklich gut drüber nachdenken sollte. Und vor allen Dingen, wenn man mal darüber denkt, was ich ein paar Minuten vorher vorgelesen habe, wenn es um den Kindesmissbrauch geht. Naja, weil die Theologie sagt ja, dass dieser Priester mehr oder weniger ein unfehlbarer Mensch ist. Und auch wenn er dann noch Sünden hat, man darf ihn nicht angreifen, man darf ihn nicht kritisieren. Das ist doch Gift, was da gestreut wird. Also,
Ich meine, ich lese das hier und manchmal fehlen mir einfach die Worte, um es zu erklären. Ich hoffe, dass es bei euch genauso einsinkt wie bei mir und dass es bei euch ganz deutlich sagt, wenn das römisch-katholische Lehre ist, dann will ich doch kein römischer Katholik sein, oder? Da muss ich doch die Lehre der römisch-katholischen Kirche so weit wie möglich von mir verbannen. Über ein Gift, da gehe ich auch nicht mit um, oder? Das schließt man weg. Hinter Schloss und Riegel. Aber Theologie ist ihnen das Allheilmittel. Am 24. September 1935 erklärte der jetzige Bundespräsident auf der Zentralvorstandssitzung des Evangelischen Bundes das folgende, Zitat: Unsere Auseinandersetzung mit Rom erfordert als oberstes Gebot eine gründliche, an Luther geschulte Theologie, die sehr genau weiß, was sie sagt und wohin sie mit jedem Wort zielt. Ende Zitat. Den Riesen Luther spannen diese Schmalspurreformatoren vor ihr hinter der Zeit und ihrem Drängen zurückgebliebenes Sekundärbändchen, damit er sie aus dem Hinterlande der Bedeutungslosigkeit wieder in den Hauptrang des rauschenden Lebens ziehe, in das sie sich alleine nicht einschalten können. Der Evangelische Bund soll nach den Worten desselben Bundespräsidenten vom 31. März 1936 die theologische, oh, jetzt bin ich hier mit der Seite umbrochen, Entschuldigung, der Evangelische Bund soll nach den Worten desselben Bundespräsidenten vom 31. März 1936 die, Zitat, theologische Kriegsindustrie, Ende Zitat, der evangelischen Kirche auf die Höhe bringen. Man nennt sich gern die Kampftruppe, die OU, wofür das jetzt auch immer steht, oder GU, der evangelischen Kirche. Man möchte für die evangelische Kirche das sein, was die katholische Aktion für die römische Kirche ist. Also mit anderen Worten, den Jesuiten nacheifern. Oder wie ist das zu verstehen? Auf den Zentralvorstandssitzungen vom 14. März 1933 und 5. Oktober 1934 erklärte ein uraltes Mitglied dieses Bundes, Zitat, seine größte und wichtigste Aufgabe ist die Actio Evangelica, also die evangelische Aktion. Irgendwie klingt das für mich wie katholische Aktion. Eine zielbewusste Mobilisierung sämtlicher Kräfte der evangelischen Kirche und des deutschen Protestantismus zum Entscheidungskampf um das Erbe der Reformation gegen ihre alten und neuen Widersacher. Ende Zitat. Ich glaube, dass die Leute, die in diesen Vereinen, Kongregationen was ist das alles hier, Zentralvorstandssitzungen, also in diesen Sitzungen sind, wenn die darin sitzen, dass die überhaupt keine Ahnung haben, wofür die römische Kirche überhaupt steht. Ja? Das Erbe der Reformation gegen ihre alten und neuen Widersacher. Wer war denn bitte schön der Widersacher der Reformation? Das wissen die doch gar nicht. Die, die da in diesen hohen Toren sitzen, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, oder? Also zumindest sprechen sie es nicht aus. Zumindest lehren sie es nicht an ihre Schäfchen. Das größte Erbe der Reformation, sagt der Autor, sollte die Gewissensfreiheit sein. Natürlich. Weil Rom hasst Gewissensfreiheit. Rom sagt, bei mir gibt es keine Gewissensfreiheit, keine Glaubensfreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Redefreiheit, keine Denkfreiheit. Das größte Erbe der Reformation sollte die Gewissensfreiheit sein. Unser Gewissen, das befreit ist durch unseren Glauben an Jesus Christus, durch Jesus Christus, der uns Frieden schenkt, aber nicht wie die Welt uns Frieden schenkt, sondern wie er uns Frieden schenkt. Und durch seine Wahrheit sind wir frei gemacht. Frei, dann ist auch unser Gewissen frei. Der Papst, Zitat, der alte böse Feind gibt sie nie und kann sie nicht geben, die Gewissensfreiheit, weil er damit die Sprengladung in den Vatikan legte. Die neuen Widersacher aber sind alle,
die um der Volksgemeinschaft willen den konfessionellen Kampf in Deutschland verabscheuen, die begeistert den Erlass des Stellvertreters des Führers Rudolf Hess vom 13. Oktober 1933 aufnahmen, als er darin Gewissensfreiheit verkündete. Dagegen ruft man zum Entscheidungskampf und stellt sich in dieselbe Front, die man sonst im Namen der Reformation um des Gewissens willen bekämpft hat. Wittenberg liegt doch an der Straße nach Rom. Die Annäherung der beiden Kirchen mag noch so oft abgeleugnet werden. Sie ist vorhanden. Es ist noch nicht so lange her, dass der Professor der evangelischen Theologie Heiler aus Marburg sich die katholische Bischofsweihe geben ließ, um dann seinerseits evangelischen Pfarrern, die noch im Dienste ihrer evangelischen Gemeinde standen, die katholische Weihe zu erteilen. Es soll nicht unsere Sorge sein, ob die evangelische Kirche an ihrem Luther, dem erbitterten Papstgegner, durch solche Annäherung Verrat begeht. Wir denken mit Lagarde. Zitat: Jede Religion, sogar Fetischismus, jede Religion ist besser als der Mischmasch aus feiger Sentimentalität und den abgestandenen, angefaulten Resten des Christentums, den wir heutzutage Protestantismus nennen. Ende Zitat. Also das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Nochmal das Zitat von Lagarde. Jede Religion, sogar Fetischismus, ist besser als der Mischmasch aus feiger Sentimentalität und den abgestandenen, angefaulten Resten des Christentums, den wir heutzutage Protestantismus nennen. Wobei wahres Christentum nicht Protestantismus ist. Wobei wahres Christentum nicht Katholizismus ist. Sondern wahres Christentum ist der biblische, standfeste Glaube. An die Bibel zu glauben oder das, was in der Bibel steht, zu glauben, Jesus Christus zu bezeugen, den einzigen Sohn Gottes, Yahweh, zu bezeugen und nach den Geboten Jesu Christi zu leben. Weil Jesu Christi hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das tut aber keiner von diesen Pfarrern im Evangelischen, die sich sogenannt dem Protestantismus hingeben, und schon gar keiner von den römisch-katholischen Priestern. Keiner hält die Gebote Jesu Christi. Die da an erster Stelle sein. Was sagt Jesus Christus? Was ist das erste Gebot? Entnommen aus Deuteronomium, Kapitel 6, Verse 4 bis 5. Hör, Israel, unser Herr, der Herr, unser Gott, ist ein Herr oder ein einziger Herr. Das ist das erste Gebot. Nachzulesen in Markus, Kapitel 12, Vers 28, fortfolgende. Ja? Deuteronomium Kapitel 6, Vers 4. Das ist das erste Gebot. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem Lieben, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Macht, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Herzen. Und Jesus Christus fügt dann direkt hinzu, und das zweite Gebot ist gleich dem ersten: Liebe deinen Nachbarn wie dich selber. So, was steht hier? Jede Religion, sogar Fetischismus, ist besser als der Mischmasch aus feiger Sentimentalität und den abgestandenen, angefaulten Resten des Christentums, den wir heute Protestantismus nennen. Dieses Christentum, das wir Protestantismus nennen, hält nicht die Gebote, die Jesus Christus uns hier vorgehalten und gelesen hat. Und wenn man die Gebote nicht hält, dann kann man sich Christ nicht nennen. Nein, dann wird Christus zu denjenigen sagen, am Tag, wenn es soweit ist: Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit wirket. Das wird Jesus Christus euch sagen. Menschen in dieser Religion oder in diesen Religionen, sogenanntes Christentum, sogenannter Protestantismus, sogenannter Katholizismus, halten sich nicht an die Gebote des Herrn Jesu Christi. Welchen Lohn haben sie dann zu erwarten?
Uns interessiert nur die Feststellung, sagt der Autor, dass christliche Theologen auch bei aller Verschiedenheit der Dogmen innerlich zusammengehören und sich aus dem Volk herausheben, dass endlich aus den toten und ertötenden Dogmen der Kirchen den Weg zum lebendigen Glauben an sich und seine gottgegebene Verbundenheit gefunden hat. Einen schönen Beitrag für dieses Sich-Finden der ehemaligen Gegner Rom und Wittenberg bietet das Katholische Kirchenblatt für das Bistum Berlin vom 24. Januar 1937, also wahrscheinlich so ungefähr kurz vor Herausgabe dieses Buches, Nummer 4, unter der sensationellen Überschrift Die Audienz des Hofpredigers beim Papst. Zitat: Die dänische Sonntagszeitung Nordisk Dagblad bringt eine interessante Wiedergabe einer Privataudienz, die der evangelische Hofprediger Kaiser Wilhelms II. Im September des Jahres 1934 bei Antichrist Papst Pius XI. Auf Castel Gandolfo gehabt hat. Johannes Kessler, so heißt der letzte Hofprediger, schildert selber in seinen Lebenserinnerungen die ergreifende Szene. Zitat: Da öffnete sich die Tür zum Arbeitszimmer des Papstes. Unmittelbar vor mir sah ich ihn, an seinem großen Schreibtisch sitzend, gekleidet in sein weißes Habit. Darüber das große, kunstvoll gearbeitete Brustkreuz. Die Haltung des Papstes war ehrwürdig und hoheitsvoll. Trotz des Alters unverkennbaren Spuren war sein Auge so klar und lebendig, dass es gleichsam einen jugendlichen Glanz über sein ganzes Wesen ausstrahlte. In seinem Blicke lag eine so warme Herzensgüte, dass sie unwillkürlich Zutrauen und Sympathie erzwang. Der Papst gab den anwesenden Prälaten ein Zeichen zum Abtreten, und wir waren allein unter vier Augen. So streckte er jetzt seine Hand gegen mich aus und bat mich, Platz zu nehmen. Er versicherte mir, dass es ihm ein Vergnügen sei, mit mir zu sprechen. Da war mit einem Male, wie durch ein Wunder, die Kluft zwischen uns beiden überbrückt. Jede steife Gemessenheit, jede ängstliche Verlegenheit und jede kluge, vorsichtige Berechnung verschwand wie der Nebel vor der Sonne. Es war nicht der kalte Verstand, sondern das warme Herz, das nun zur Sprache kam. Ich dankte dem Papst für die wertvollen Dienste, die er mir erwiesen hatte, als er noch seinerzeit Leiter der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand war, wo ich meine Studien zu den Märtyrergestalten machte und der mir dabei behilflich war, eine unbekannte Handschrift zu finden. Auf seine Frage berichtete ich nun dem Papste von der Zeit, wo ich Prinzenerzieher und Seelsorger am kaiserlichen Hofe war, und auf seinen besonderen Wunsch erzählte ich ihm über meine Begegnungen und Erlebnisse mit Hindenburg, was ihn ebenfalls sehr interessierte. Unwillkürlich kam ich dann zu sprechen auf die Gegenwart, ihre Probleme und Kämpfe um die Kirche. Es war für mich ein unvergesslicher Augenblick, als der Papst mir seine Hand reichte und mit verklärtem Blicke, wie einer, der in die Zukunft zu schauen vermag, mir sagte: Wir wollen es halten mit dem alten Patriarchenwort. In spe contra spem. Wir leben in Hoffnung, gegen alle Hoffnung. Dem ich noch Joachim Neanders Wahlspruch anfügte: Ich will mich lieber tot sehen, als im Unglauben zugrunde gehen. Ich musste es auch aussprechen, dass es meine innerste Überzeugung wäre, dass es mehr als bisher eine von Gott befohlene Notwendigkeit sei, dass beide Schwesterkirchen die Streitaxt begraben und sich einander unterstützen in ihrer gemeinsamen Arbeit für das christliche Volk. Ich gelobte, alles dazu beitragen zu wollen, dass diese Aufgabe in Harmonie und Frieden mit unseren katholischen Mitbürgern ausgeführt würde. Der Papst war sichtlich bewegt und sprach für mich seine besten Wünsche mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen aus. Die Stunden in Castel Gandolfo werden vor mir stehen, solange ich leben werde,
Mehr als eine interessante Erinnerung oder unverdiente Auszeichnung, nämlich als eine Feierstunde, die mich schauen ließ in das Herz eines so guten, tief aufrichtigen und in Wahrheit glaubensstarken Führers der Kirche. Es war eine Bekräftigung der Communio Sanctorum, also der Gemeinschaft der Heiligen, von der gläubigen Gemeinschaft auch in verschiedenen Kirchenabteilungen. Und meine Überzeugung wurde gestärkt, dass unser Glaube, unser christlicher Glaube, doch ein Sieg ist, der die Welt überwindet. Ende Zitat. Nach der Audienz dachte der Verfasser dieser Lebenserinnerung längere Zeit über alles nach, was er erlebt und gehört hatte. Und das alte Christuswort klang ihm in den Ohren. Es wird einmal ein Schafstall und ein Hirte sein. Das sei allen, die es nötig haben, von Herzen gegönnt. Sollte der Hofprediger nie davon gehört haben? Sollte das katholische Kirchenblatt, das die Sentimentalität allerhöchster Theologie weidlich für seine Zwecke ausnutzt, es ganz vergessen haben? Was derselbe Papst Pius XI. In seiner Enzyklika Mortalium Animos vom 6. Januar 1928 gesagt hat? Zu den Konferenzen in Stockholm und Lausanne hatte man alle christlichen Kirchen, auch Rom, eingeladen, um über den Bau des bewussten einen Schafstalls zu verhandeln. Alle waren gekommen, nur Rom nicht. Dafür schrieb der Heilige Vater seine Enzyklika, in der er die anderen Schafe aller Weltschristen nannte, was sie ihm sehr übel nahmen. Haben Kirchenblatt und Hofprediger vergessen, dass Antichrist Papst Pius XI. Beim Pilgerempfang aus England am 8. Dezember 1929 gesagt hatte, Zitat, der Katholizismus strahlt im hellen Licht, während der Protestantismus von Verfall zu Verfall hinkt. Ende Zitat. Haben Sie nicht daran gedacht, wie bei der Heiligsprechung des Canisius am 22. Mai 1925 unter den Augen desselben Papstes der Prälat Monsignore Galotti in Rom bei einer Predigt zunächst Luther in pöbelhaftester Weise beschimpfte und dann zum Schluss erklärte, Zitat, der Protestantismus sinkt herab zur Bedeutungslosigkeit, der Katholizismus ist die aufsteigende Macht in allen Völkern und Ländern. Ende Zitat. Sie halten sich beide, katholisches Kirchenblatt und evangelischer Hofprediger, an die Schrift und befolgen nur mit verteiltem Rollen, nur mit verteilten Rollen ihr Wort. Zitat, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Ende Zitat. Wobei die Rolle des Einfältigen dem Kirchenblatt nicht zufällt. Die Tauben sind meines Erachtens in dem Bibelzitat nicht einfältig, sondern harmlos. Aber über Bibelübersetzungen müssen wir ja nicht mehr diskutieren, da wissen wir ja, dass das hier oftmals nicht korrekt ist. Aber ich suche es mal eben in der Bibel raus. Also wenn wir eben die Schlachter vorlesen, dann kommen wir darauf in Matthäus Kapitel 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wie heißt es hier? Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben ist ja wohl ein bisschen was anderes. Da sehen wir alleine schon, wie im Deutschen, auch selbst in diesem Buch hier, Bibelzitate eben nicht korrekt sind. Wobei wir natürlich jetzt hier zum Schutz des Autors sagen müssen, er zitiert hier, was ein Katholik sagt. Aber wenn in der katholischen Kirche gelehrt wird, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben, also Einfältigkeit ist dann auch noch klug, ja, hier steht aber in der Bibel ohne falsch, also aufrecht heißt das im Grunde. Und jetzt suche ich das mal eben in der König James nochmal raus. Ich mache das eben hier mal auf, dass wir uns das kurz anschauen können, wie es halt im Englischen so heißt. In der König James heißt es dann, ich hatte ja gesagt, das war jetzt Vers 16, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ja, wie ich bereits am Anfang gesagt hatte, seid weise oder klug wie die Schlangen, aber harmlos wie die Tauben.
im Gegensatz zu ohne falsch wie die Tauben. Also was ist denn jetzt? Man muss natürlich immer die richtige Bibel haben, um das überhaupt richtig zu verstehen. Und natürlich ist das einfältig, wie es hier genannt ist in diesem Zitat, komplett verkehrt. Ja? Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben, wobei die Rolle des Einfältigen dem Kirchenblatt nicht zufällt. So steht es hier geschrieben. Im Amtsblatt für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, rechts des Rheins, Nummer 33 vom 1. Oktober 1934, zeigt der evangelische Landesbischof Dr. Meiser, dass der Protestantismus scheinbar bereit ist, die Kampfstellung Luthers gegen die unberechtigten römischen Machtansprüche aufzugeben. Zitat: Wir glauben, die eine heilige katholische und apostolische Kirche, die Gott der Herr aus allen Völkern und Rassen beruft und harren auf seinen Tag, an dem alle, die an Jesus Christus glauben, unter ihm als dem einigen Hirten einer Herde werden. Bis dahin aber halten wir unverrückbar fest am Bekenntnis unserer lutherischen Kirche, weil es aus Gottes Wort genommen und darinnen fest und wohl gegründet ist. Wir getrauen uns aber nicht, in der romfreien deutschen Nationalkirche selig zu werden. Ende Zitat. Wir getrauen uns aber nicht, in der romfreien deutschen Nationalkirche selig zu werden. Also mit anderen Worten, selbst dieser Lutheraner hier, Dr. Meister, akzeptiert, dass es außerhalb der römisch-katholischen Kirche keine Errettung gibt. Na bravo. Noch deutlicher, sagt der Autor, spricht der evangelische Landesbischof von Ungarn, Alexander Rassan, der die Übereinstimmung der evangelischen Kirche mit der katholischen Kirche aus, als er einem Vertreter der ungarischen Zeitung Magyar Hirlap aus Budapest seine Meinung über die neueste päpstliche Enzyklika vom 14. März 1937 mit brennender Sorge zum Besten gab. Zitat. Und bevor ich jetzt ins Zitat gehe, nochmal eine kurze Erklärung. Das, was wir jetzt alles hier lesen, da lesen wir von einer deutlichen Annäherung des Protestantismus an den Katholizismus. Und weil eben diese Annäherung stattgefunden hat, die in England zum Beispiel begonnen hat, 1833 mit der Oxford-Bewegung und auch sonst im ganzen textkritischen 19. Jahrhundert durchgeführt wurde, weiterhin, diese Annäherung hat dann schlussendlich darin gegipfelt, dass in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts das Zweite Vatikanische Konzil, das Ökumenische Konzil, gegründet wurde. Und da hat dann die Kirche so gesagt die Arme ausgebreitet und die Protestanten alle empfangen und gesagt: Ihr seid jetzt keine Ketzer mehr, ihr seid jetzt separierte Brüder. Und die Leute glauben das. Die glauben das. Aber die römisch-katholische Kirche hat sich nicht verändert, wird sich nie verändern. Und was noch viel wichtiger ist, die ganzen Beschlüsse des Tridentinischen Konzils sind immer noch gültig. Das Zweite Vatikanische Konzil hat nichts davon aufgehoben, weggeschafft oder weggelassen. Nichts. Alles ist noch so, wie es früher war. Semper eadem. Und hier lesen wir jetzt gerade, wie die Protestanten bei der Mutterkirche Rom zu Kreuze kriechen, zu Füßen kriechen. Und selbst noch zugeben, dass außerhalb ihr der römisch-katholischen Kirche keine Errettung ist. Weil wir getrauen uns nicht, in der romfreien deutschen Nationalkirche selig zu werden. Was ist denn das anderes? Also das Zitat aus Magyar Hirlap. Es ist erschütternd und zum Verzweifeln, dass nach einer 2000-jährigen Vergangenheit das Haupt der größten christlichen Kirchengemeinde gezwungen ist, vor dem christlichen Volke allgemeine und primitive christliche Lehren und Wahrheiten zu verkünden. Die Sätze, die in der Enzyklika mit brennender Sorge vorkommen und sich betont der Kirchenpolitik des Nationalsozialismus entgegenstellen, sind derart, dass sie jede christliche Gemeinde unterschreiben kann. Der Papst trat namens der Seelen- und Religionsfreiheit vor die Weltöffentlichkeit und berichtet von tausenderlei Arten der Verfolgung des deutschen Katholizismus.
Wir wären keine Protestanten, wenn wir uns nicht einig hielten mit den erschütternden Worten des Oberhaupts der katholischen Kirche. Daher der Name Protestant, Anmerkung des Autoren. In welchen er namens seiner Gläubigen Rechtsschutz und Freiheit für die Religionsübung, für die Lebensweise im Zeichen der Religion und für die Erziehung im Sinne der Religion verlangt. Die protestantischen Kirchen haben stets die Unantastbarkeit der Religionen und die Unantastbarkeit des gläubigen Menschen vertreten. Wir können unsere Solidarität mit der Enzyklika des Papstes nicht leugnen, die meines Erachtens ernste und weittragende Konsequenzen nicht nur in Deutschland, sondern in der politischen Entwicklung der ganzen Welt nach sich ziehen wird. Ich bin überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit den endgültigen und katastrophalen Zusammenbruch dieser Irrlehren erleben werden. In der Religion gibt es keinen Nationalgedanken. Das ist unvorstellbar, so wie Ehre und Anständigkeit ein über den Nationen stehender Sittenbegriff ist. Die Geschichte beweist, dass jedem Staat die Kirche die stärkste Stütze, die moralische Kraft bedeutet. Vergessen wir nicht, dass die Kirche über eine größere Ordnungsmacht oder Bedeutung verfügt als der Staat selbst. Wenn ein Staatsmann oder Politiker die Kirche zu verfolgen beginnt, so beurteile ich dessen Zukunft und die Dauer seiner Bedeutung nicht günstig. Es besteht eine erschütternde Ähnlichkeit der Methoden des Bolschewismus und des Nationalsozialismus. Na, das ist aber sehr schlau gesprochen, da wir ja wissen, als eifrige Mitleser der Bücher, die ich hier immer zum Besten gebe auf meinen Kanälen, dass der Katholizismus und dass der Nationalsozialismus und der Bolschewismus von derselben Stelle kommen. Aus Rom. Ja? Und natürlich sind sie von daher ähnlich. Es besteht eine erschütternde Ähnlichkeit der Methoden des Bolschewismus und des Nationalismus, nur mit anderen Mitteln. Und als der Bolschewismus gebraucht wurde, um die orthodoxe Kirche auszurotten oder zumindest da stark mit sich zu beschäftigen und den Atheismus in Russland und in der Sowjetunion einzuführen, hat der Nationalsozialismus die Katholiken verfolgt, die liberal sind. Liberale Katholiken wurden verfolgt. Die tridentinischen Katholiken, die wurden nicht verfolgt. Der Autor fährt fort und sagt: Weiter kann die Gemeinsamkeit der ehedem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Weiter kann die Gemeinsamkeit der ehedem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Also, wir müssen bitte verstehen, wenn wir sowas lesen, dass der Katholizismus kein Christentum vertritt. Wenn der Protestantismus dann bitte schön Christentum vertritt, okay, aber der Katholizismus auf gar keinen Fall. Und wie können zwei zusammengehen, außer sie verstehen einander? So steht es doch in Amos geschrieben, oder? Wo steht das geschrieben? How can two walk together lest they agree? Suchen wir das doch mal eben raus. Ich weiß immer nicht, wie das im Deutschen heißt, how can two walk together lest they agree, Bible, und dann wissen wir direkt, ob das Amos war oder was. Amos 3,3, ja, also das habe ich noch soweit ganz richtig, ne? Und im Deutschen liest sich das dann, wenn wir eben gucken hier, Altes Testament und dann Amos, das ist einer der sogenannten kleinen Propheten hier, Kapitel 3, Gottes Züchtigung für sein auserwähltes Volk. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle in die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Wie erscheint der Satz, den wir gerade eben gelesen haben, denn bitte schön in dem Licht. Weiter kann die Gemeinsamkeit der ehedem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Die können keine
Brüder, zwischen Anführungszeichen feindlich, sie können überhaupt keine Brüder voneinander sein im christlichen Lager, da der römische Katholizismus nicht Christentum ist. Und selbst wenn der Protestantismus Christentum ist, dann kann er mit dem römischen Katholizismus nicht zusammengehen, da geschrieben steht, wie ich es gerade gesagt, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Übereinkommen heißt vollständig übereinkommen, einer Meinung sein. Ja? Wie Mann und Frau, wenn sie ein Fleisch werden, vollständig miteinander übereinstimmen. Weiter kann die Gemeinsamkeit der Ehe dem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Sie wird auch nur zustande gebracht durch die gemeinsame Abneigung gegen das Dritte Reich. Also nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dass da den Satz falsch ist, habe ich schon öfter gesagt. Es fehlte nur der Jude als Dritter im Bunde. Und sieh da, da ist er schon. Nach dem Osservatore Romano hat der römische Oberrabbiner David Prato am jüdischen Osterfest 1937 eine Ansprache gehalten, in der er sich gegen den allerorts und von verschiedenen Seiten geführten Kampf gegen Gott gewandt hat. Von Russland und Spanien hat der würdige Herr anscheinend noch nichts gehört. Die Juden müssten als Erste dem Appell des Papstes Folge leisten. Daher fordert er die gläubigen Juden auf, alle Kräfte in den Dienst der Sache zu stellen. Sein Rassengenosse und Amtskollege in New York, der Oberhetzer und Rabbiner Untermeier, hat das schon längst getan und kürzlich auch seinen tüchtigen Helfer in dem Strolch in Purpur, dem Erzbischof von Chicago, Mundelein, gefunden. Eine ähnliche Forderung des Zusammenschlusses stellte schon auf der 53. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Essen 1906 der Professor Einig. Zitat: Theologen und Laien, Katholiken und Protestanten und Juden, einig müssen wir alle zusammenstehen. Gott ist in Gefahr. Ende Zitat. Gott ist in Gefahr. Ja. Immer ist Gott in Gefahr, wenn ein gesundes Volk und ein gesunder Staat sich den unberechtigten Machtansprüchen der Kirchen nicht fügen wollen. Denn wenn Rom irgendwo nicht herrschen kann, spricht es mit der leidvollen Miene des Märtyrers von Verfolgung. Es wolle doch die Seligkeit bringen und sein höchstes Ziel ist der Himmel. Nun, dann sollen sie an ihres Meisters Wort denken. Zitat: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Ende Zitat. Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Entweder werden sie um dessen Willen, was sie Gerechtigkeit nennen, verfolgt. Dann erreichen sie bestimmt ihr höchstes Ziel, den Himmel, den wir ihnen neidlos zugestehen. Dann sollen sie zufrieden sein. Oder sie werden nicht verfolgt. Dann ist ihr Geschrei Lüge und bewusste Verleumdung des Staates, der sie deswegen allerdings nur mit irdischen Strafen belegen kann. In Deutschland aber wird niemand um seines Glaubens willen verfolgt, es sei denn, dass die christlichen Kirchen am liebsten alle die vernichten möchten, die sich von ihnen freigemacht haben und den Staat zum Büttel ihrer Ansprüche machen wollen und über Verfolgung schreien, wenn der Staat sich dessen weigert. Die Kirche leugnet den Staat und will den doch vorhandenen beherrschen, so sagt Wischer. Die Staatsgewalt ist aber des Volkes und nicht der Kirche wegen da. In Deutschland sind die Zeiten endgültig vorbei, in denen der Staat oder seine Leitung sich in den Entschlüssen für das Volkswohl von den Ansprüchen irgendeiner Sonderkaste und sei es eine Kirche, leiten und bestimmen lassen. Auch wenn Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, wenn alles menschliche Tun Sünde genannt und der Erlösung bedürftig erklärt wird, wenn der Priester als einziger Heilvermittler und der Theologe als Himmelsprokurist hingestellt wird. Dies alles sind nur Mittel zum Zweck. Und dieser heißt Herrschaft. Dafür aber haben Menschen und Völker, die noch nicht
oder nicht mehr induziert irre sind. Nur eine Formel. Wen lockst du hier? Beim Element! Vermaledeiter Rattenfänger! Zum Teufel erst das Instrument, zum Teufel hinterher den Sänger. Und hiermit endet unsere Lesung für heute, weil wir jetzt in das fünfte Kapitel gehen, Folgerungen. Und bevor wir uns damit beschäftigen, werde ich mir nächste Lesung nochmal die Zeit nehmen, die letzten anderthalb Seiten nochmal zu lesen und gründlich zu analysieren, weil ich habe das jetzt eben nicht getan, weil das sonst den Rahmen der Zeit sprengen würde. Ich lasse das jetzt so stehen und ihr könnt euch ja das Buch gerne runterladen. Ihr könnt das, was ich gerade vorgelesen habe, selbst nochmal lesen, könnt es ein wenig vorstudieren und ihr wisst, in der nächsten Sendung lese ich nochmal auf Seite 63 in dem PDF, was hier auf Seite 60 und 61 des Buches ist, ab dem mittleren Absatz auf Seite 60 nochmal. Weiter kann die Gemeinsamkeit der ehedem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Ab hier lese ich nächstes Mal nochmal und werde das eingehend besprechen, was da drin steht. Und dann gehen wir in Folgerung, das fünfte und schlussendlich vorletzte Kapitel des Buches, weil danach kommt das Kapitel Schluss. Und für heute ist hier Schluss. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr in der Zwischenzeit nicht nur das Buch lest und euch auf die Lesung vorbereitet oder die Besprechung vorbereitet, sondern dass ihr auch ein wenig in der Bibel lest in der Zwischenzeit. Es ist immer wichtig, das Wort Gottes in der Hand zu haben, entweder in der Hand zu halten oder aber drin zu lesen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, das Wort Gottes im Herzen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Shalom, Maranatha.